Leute, was geht ab? Ich bin's euer Alle3sind.co und heute gibt's ein neues Video von mir und zwar werde ich euch heute zeigen, wie so ein Item-Sorter hier funktioniert. Beziehungsweise wie ihr so einen baut. Und an sich vorab, ihr braucht sehr viel Eisen für die ganzen Hopper. Ja, das ist alles. Wenn ihr keine Eisenfarm habt oder so, würde ich euch einen empfehlen, weil das ist echt nicht leicht zu bezahlen, sowas. Ich habe ja so ein Tutorial schon mal gemacht und das Problem war einfach dahinter, es war noch die alte Version und da hatte ich noch, da habe ich noch auf der PlayStation gespielt und das war halt noch die alte Version, das heißt die 1.14.4, das war ja noch die Editions-Version, falls das heißt oder so. Auf jeden Fall nicht die Bedrock und deswegen müssen wir es ein bisschen Bedrock optimieren, weil die Bedrock ist immer anders und ja. Und das Problem war halt einfach, dass die Items in den Hoppern stecken geblieben sind. Und deswegen, ja, heute ein neues Tutorial. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt ins Tutorial. Ach komm, es ging auch noch die falsche Welt. Ernsthaft. Ach, ey. Ich glaube es nicht. Zweimal in die falsche Welt. Ist traurig. So, einmal in der Tutorial-Welt angekommen. Machen wir jetzt einmal. Ich habe das da vorne und da hinten auch schon mal vorgebaut. Und zwar, ihr nehmt euch jetzt Kisten. Und ein paar Hopper. Die werden wir gleich noch brauchen. Auf jeden Fall, was ihr brauchen werdet, ist, wie gesagt, schon Kisten, Hopper und am besten einen Dropper oder so. Ziemlich viel Redstone, paar Comparator, ein paar Repeater und ein paar Knöpfe oder Schilder. Die werden halt einfach nur das Wasser zum Fließen bringen, sozusagen. Okay. Fangen wir mal an. Wir haben jetzt die Kisten und die Hopper. Als allererstes nehmen wir uns die Kisten und platzieren die fünfmal nebeneinander. So. Du kannst es natürlich auch kleiner machen. Das heißt nur dreimal nebeneinander oder so. Und dann könnt ihr das dreimal hochstecken. So. Dann sind wir auch schon fertig. Und jetzt setzt ihr an jede Kiste einen Hopper. So. Und die Hopper müssen auch immer in die Kiste zeigen. Das heißt genau so. Alle Hopper zeigen in die Kiste. So, und jetzt machen wir es einmal so. Machen das oben auch noch dran. Und jetzt haben wir eigentlich den Großteil schon fertig. Was heißt den Großteil? Die Hälfte. Sagen wir mal die Hälfte. So. Und jetzt nehmen wir uns ein paar Baublöcke. Das ist jetzt eigentlich egal welche. Und packen jetzt jeweils vor die oberen Hopper Blöcke. Genauso. Dann machen wir noch eine dran. Dann gehen wir einen Block runter zur Seite und machen hier nochmal fünf dran. Dann gehen wir hier auf den Boden und setzen da hier welche. Machen die oberen nochmal kaputt. Und nehmen uns jetzt die Repeater, die ihr genommen habt. Die ihr besorgt habt zum Beispiel. Und dann setzen wir hier die Repeater bis zum Ende. Machen wir wieder zu. Oh, da habe ich leider einen Fehler gemacht. Ihr müsst alles nochmal ein hinten versetzen, zumindest das untere hier. Das heißt, Repeater einmal ein weiter nach hinten. So. Jetzt setzt ihr hinter die Repeater einmal Blöcke. Und zwar 5 Stück. Und dann setzt ihr über die Repeater auch nochmal 5 Stück. Und jetzt sollte das so aussehen. Vor die Repeater, das ist jetzt auch nochmal 5 Blöcke. So, und jetzt kommt der Tricky Part. Und zwar braucht ihr jetzt eure Komparatoren oder die Vergleiche. Beziehungsweise, ja, das ist das gleiche, aber halt einmal nur auf Deutsch und auf Englisch. Und jetzt setzt ihr sozusagen die Comparator so, dass sie von den Hoppern darunter wegschauen. So. Und jetzt nehmt ihr euch nochmal Hopper und setzt die vor den Comparatoren, aber die müssen in die Comparator schauen. Das ist ganz wichtig.
hier, hier und hier und hier. Oh. Ganz schön kaputt hier. Okay, genauso. Genauso sollte das aussehen. So, jetzt vor die Comprator immer wieder 3 Redstone. Daneben da auch. Hier ist auch nochmal. Bis zum Ende. Genau. Und jetzt haben wir hier unser Eisenzauber fast fertig. Wir müssen jetzt nur unsere Fackeln nehmen, unsere Redstone-Fackeln. Und die packen wir jetzt vor die Repeater. Das heißt, hier eine Fackel, hier eine Fackel, hier eine Fackel und hier eine Fackel. So, das sollte dann insgesamt so von der Seite aussehen. Oben Comparator mit ein bisschen Redstone, dann der Repeater und die Redstone-Fackel. Die sollten am besten an sein. So, der Großteil ist jetzt erstmal fertig. Jetzt kommt der etwas schwierige Part, weil das ist ein bisschen tricky. Und zwar, ihr wollt jetzt irgendein Item einlagern. Zum Beispiel jetzt Eisen, Diamanten, Kohle, Eisen, Redstone und hier gibt es. So, und jetzt setzt ihr insgesamt immer 41 davon rein. 41. Genau 41 setzt ihr oben daran. Das gleiche macht ihr mit allen. Mit allen Sachen. 41 hier. 41 hier. Und 41 hier. So. Ja, da läuft das schon ab, wenn ihr zu viel reintut. Habt ihr gerade gesehen? Und das läuft jetzt hier in die untere Kiste. Welches ist das? Das ist der Zeichen, oder? 42. 41. So, und jetzt nehmt ihr euch ein Füller-Item. Wenn ihr nicht wisst, was ein Füller-Item ist, dann braucht ihr nicht zu wissen, aber nehmt euch irgendein Item, was nicht teuer ist. Ich würde euch empfehlen, an sich meint man ja in Minecraft sehr viel, und deswegen nehmt Cobblestone Slabs. Weil aus einem Cobblestone kriegt ihr 2 Slabs insgesamt. Und das erspart euch an sich sehr viel. Nehmt euch am besten noch viele mit, weil die werdet ihr brauchen. So, und jetzt macht ihr hier einmal hier voll. Genauso. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr immer nur einsetzt, einfach rechts klicken. Einfach rechts gedrückt haben. So. 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 Und jetzt sollte euer Item Sorter eigentlich fertig sein. Okay, zack. So. Und jetzt könnten wir, wenn wir wollen, das Ganze nochmal klonen. Und zwar machen wir es einfach mit Slash Clone. Das könnt ihr natürlich im Überleben natürlich nicht machen. Aber es erleichtert mich gerade ein bisschen. So eine Sekunde. Dann klone ich das eben. Naja, das ist nicht gut. Hier. So, und jetzt kann ich das ganz einfach 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich das ganz einfach hier wieder klonen. So. Jetzt sind die 1 zu 1 die gleichen Items. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, weil die laufen dann alle da. Deswegen nehmen wir die hier nochmal raus. So und so. Jetzt haben wir die daraus wieder rausgenommen. Und jetzt machen wir mal keine Ahnung. Goldblock, Block of Iron, Diablock und so weiter. Jetzt packen wir mal Sekunde. Jetzt packen wir noch rein. Block of Coal, glaube ich. So, und jetzt packen wir hier. An sich könnt ihr auch direkt die 64 rein tun. Aber ihr seht, dann fließt das auf einmal ab. Warum? Weil das Redstone immer stärker wird, weil der Comparator hier, der vergleicht den hier, beziehungsweise der wiegt die Items da drin. Und wenn die schwerer sind, also desto schwerer die sind, desto stärker ist das Redstone-Signal. Und dann wird das Redstone-Signal hier, ist da gerade oben geführt, dann geht der an.
Der Repeater geht an und dann geht die Fackel aus und es läuft durch. So, und jetzt können wir hier Block of Gold machen und die laufen da direkt rein. Dann die Block of Irons, Block of Emerald, Block of Diamond und Block of Gold. So, die laufen jetzt alle rein. Wie ihr seht, hier, so sieht es aus, wenn die arbeiten. Ihr erreicht bestimmt eine Anzahl und dann macht er, schließt er die Hocke. Alle Sachen jetzt sind jetzt hier drin. Ich nehme alle nochmal raus. So, und jetzt kommt euer Dropper. Also, ihr setzt am besten erstmal eine Kiste. Hier hin. Obwohl hier hin. Und dann, wisst ihr was, macht erstmal zwei Hopper. Macht erstmal zwei Hopper hier so. Macht dann, einen Dropper. Das ist der mit dem runden, nicht der mit dem runden Mund. Also, das nicht, okay? Nur das. Der ist perfekt. Dann, packt ihr den so hin, dass er nach oben gucken kann. Und dann macht ihr einmal 3x3 Fläche weg. Mit einem rechnet mit dem Dings. Mit dem Dispenser. Und dann könnt ihr ein Comparator nehmen. Ein Repeater. Und noch ein bisschen Redstone, was ich gerade nicht finde da. So. Und dann nehmt ihr einen Block. Ein Repeater hier, und hier mal Rest. So, das wird jetzt, wenn hier jetzt Items reinlegt, das kann ich direkt aus, weil er erkennt, dass hier was drin ist. Gibt dann hier den Repeater bei ihr weiter, der geht hier an, aktiviert hier die Glock und der Repeater wird, der Dispenser wird aktiviert. So, das könnt ihr eure Kiste nehmen, beziehungsweise die Kiste, oder eine Kiste, und könnt ihr jetzt hinsetzen. Könnt jetzt hier direkt einsetzen. Das zeige ich euch aber gleich. Aber an sich geht das nicht, weil wenn ihr das jetzt so macht, packen wir ein paar rein. Der geht da nicht in den Sort. Der wartet, bis es leer ist und man hört da auf. Aber dafür gibt es jetzt einen kleinen Trick. Und zwar könnt ihr jetzt wieder ein paar Baublöcke nehmen. Und dann so. Immer 3x3 hochbauen. Das sah gerade irgendwie aus wie ein Bär. Auf jeden Fall dann hier hoch. So. Und dann könnt ihr hier so. Okay, dann könnt ihr hier von mir aus Glas nehmen. Das sieht dann allgemein ein bisschen schöner aus. Am besten weißes Glas. Und dann setzt ihr von hier, von diesem Block aus, wo die wo die Kisten sind, von diesem Block aus, jetzt bis zum Ende vom Sort. Ich weiß nicht, ob das zu weit. Und hier das gleiche nochmal. So. Das müsste jetzt bei euch so aus. Jetzt könnt ihr Eis nehmen. Ihr könnt Eis aus dem Eisbiom einfach mit Filterchat bauen. So, und dann könnt ihr es hier hinbauen. So. Und dann braucht ihr nochmal ein Eis. Und zwar müsst ihr das hier hinsetzen. Vor die Trichter. Und dann macht ihr diese zwei Blöcke weg. Nehmt euch ein Wassereimer. So. Ihr seht, ein Wassereimer. Ihr seht, das Wasser läuft weiter. Das geht aber nicht, weil wenn wir hier jetzt ein Item reinwerfen, das sinkt normalerweise in die Hoppe. Hier. Jetzt hier so. Da, es sinkt die Hoppe rein und es kann nicht weiter. Das ist das große Problem am alten. Deswegen gibt es ein neues. Müsst ihr jetzt da, überall wo ein Eis ist, wie auf dem letzten,
einen Button setzen und dann hier nochmal einen Wassereimer. Aber diesmal machen wir es jede fünf Hopper, damit es einfach nicht steckt. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Bleibt nicht stecken. Fließt weiter. Okay. Jetzt können wir hier nochmal einen Block setzen. Und hier dann einen Button. Und dann können wir hier wieder einen Wassereimer setzen. Jetzt läuft das Wasser hier durch. Und an sich ist das Sorter fertig. Okay, an sich ist das Sorter jetzt fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier vielleicht noch oben Blöcke drauf machen. Aber an sich braucht ihr das nicht, weil ihr seht, da kommt eigentlich ganz langsam raus. Und ja, so ein Aufzug übrigens nennt sich einfach Block-Item-Aufzug oder so. Weil es halt einfach 3x3 ist, glitscht da hoch, das Item. Und ja, ist eigentlich ganz einfach. Und ja, ich hoffe, es hat toll gefallen. Achso. Falls ihr irgendein Item habt, was vielleicht durch Farms entsteht, aber euch ihr nicht einsortieren wollt, könnt ihr hier nochmal zwei Chests setzen. Am besten nebeneinander. So, dann könnt ihr die auch von mir nochmal hochstecken. Dann nehmt euch wieder Hopper und setzt die so an der rechten Seite wieder alle in die Chest, aber nur an der rechten Seite. So, und jetzt könnt ihr hier nochmal hin. Und setzt einen Hopper drauf und noch einen Hopper daneben und hier rechts ein. So, und jetzt laufen die ganzen Items, die nicht einsortiert werden können, alle in diese Chest. So, ich kann es euch einmal demonstrieren. Wir haben hier einmal, was hatten wir hier nochmal einsortiert? Diamonds. Ich lege die Diamonds rein. Hier so sieht es von oben aus. Die laufen jetzt alle in diesen Hopper. Und landen alle hier drin. So sieht es aus, wenn es arbeitet. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Wie ihr hier seht. Es läuft jetzt alles hier rein. Kein einziges Item wird überlaufen. Ich kann jetzt auch nochmal die Goldblöcke reinwerfen. Es kann vielleicht mal sein, wenn auf einmal zu viele Items kommen, dass eins mal durchrutscht. Es landet aber direkt dann hier drin und geht nicht kaputt. Oder geht verloren oder so. So, und jetzt sollten gleich die Diamanten enden. Genau, jetzt kommen die Goldblöcke. Und die landen jetzt auch alle in den Goldblöcken. Hier. Weil wir hatten hier Goldblöcke einsortiert. Genau hier. Und ja. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal ein Like da. Und ansonsten abonniert gerne kostenlos den Kanal. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ciao.